Das wird mir nichts nützen. Wenn wir ihm etwas zu fressen geben, können wir vielleicht an ihm vorbeischwimmen, solange er damit beschäftigt ist. Gute Idee. Ihr werdet schon so lange vorbei. Ach, das hat die ganze Zeit geklappt. Vorsicht! Junge, Junge, war das schnell. Ich glaube nicht, dass die Zeit gereicht hätte, um an ihm vorbeizuschwimmen. Nein, das glaube ich auch nicht. Was ist jetzt mit dem Knochen los? Ich glaube, an diesem Hai kommen wir nicht vorbei. Irgendwas anderes. Füttern wir ihn jetzt mit dem Dreck. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass jemand so schnell etwas auffrisst. Ja, friss mal den Anker auf. Was? Du isst ihn echt auf? Hilfe! Nicht zu fassen, wie schnell er dieses Zeug auffrisst. Na, wie sieht's mit dem alten Schuh aus, hä? Alte Stinkeschuh. Echt jetzt? Selbst mit dem Schuh? Junge, Junge, war das schnell! Dann bleibt jetzt noch der Reifen. Um den Schnabel rum, gar nicht erst aufessen lassen. So, dass er eben gleich das aufmachen kann. Okay. An diesem Gummireifen schien er ein bisschen länger rumzukauen. Aber ich glaube, es hätte trotzdem nicht gereicht, um an ihm vorbeizukommen. Wird das hier wenigstens weniger, oder? Nee. Jetzt haben wir aber auch nichts mehr rum, die wir auch herumbeißen können. Hilfe! Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass jemand so schnell etwas auffrisst. Nein, das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts. Jetzt schreien sie wieder. Vorsicht! Junge, Junge, war das schnell! Der kann doch nicht alles aufgegessen haben, einfach. Der hat einfach alles aufgegessen. Gibt's doch nicht. Und jetzt? Können wir was von den Shakes mitnehmen, die wir in der Taverne getrunken haben? Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Was war das denn? Seealgenman. Streitet zur Tat. Das ist eine Suppe. Könnte auch klappen. Aber die Suppe ist noch nicht fertig, hat er gesagt. Na, seitdem wir nichts erreicht haben, wird das auch nichts. Ja. Können wir ja hier mal kurz gucken. Opfern wir einen von denen. Na. Junge, Junge, das Wasser ist aber warm heute, was? Diese Fischdiebe werden erst recht ins Schwitzen kommen, wenn wir sie erwischen. Ich will was von dir. Was möchtet ihr, Kinder? Zum Mitnehmen. Ein Kürbisshake, bitte. Kürbisshake. Kommt sofort. Mitnehmen, nicht gleich trinken. Mitnehmen. Mitnehmen, nicht gleich trinken. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Verdammt. Kürbis gibt Kraft. Wir können wenigstens mitnehmen. Das ist ein schönes Lila. Ah, wir brauchen Blau. Aber wir haben den Hut eh noch nicht. So. Die Hantel. Das sieht aus wie eine Hantel. Ja nun, das ist nur etwas, was ich gemacht habe. Es ist unverkäuflich. Benutzen Sie diese Hantel oft?
Nun, nein, Schnallen zu machen ist harte Arbeit. Also muss ich die Hantel eigentlich nicht benutzen. Dann gib sie mir. Dürfen wir Ihre Hantel ausprobieren? Nein, ich meine, sie ist sehr zerbrechlich. Dürfen wir Ihre Hantel ausprobieren? Nein, ich meine, sie ist sehr zerbrechlich. Wir müssen ihn irgendwie ablenken. Hat sich hier noch irgendjemand Schnallen machen lassen? Nein, in letzter Zeit wart ihr beide die Einzigen. Ich glaube, ich sollte vielleicht ein Inserat in die Zeitung setzen oder sowas. Wir müssen ihn irgendwie ablenken, um das daran zu bekommen. Das frisst der Hai bestimmt nicht so leicht weg. Nur wie hängen wir den jetzt wieder ab? Ich komme hier nicht mehr hinterher, Alter. Ayemine, ayemine. Ich bin gerade einfach zu blöd für dieses Spiel. Fischstäbe haben die Schweinefischherde von meiner Cousine gestohlen und wir wissen, wo sie sind. Können Sie hingehen und sie festnehmen? Ich kann euch nicht helfen. Ich bin nicht mehr Sheriff. Ein Schrimp ohne Goldstern ist, naja, nur ein Schrimp. Habe ich denn irgendwo einen Goldstern gesehen? Könnte ich mir vielleicht Ihren Hut kurz ausleihen? Ich bringe ihn zurück. Auf gar keinen Fall. Ich brauche den Hut. Das heißt, jetzt, wo ich nicht mehr Sheriff bin, kann ich mich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Ich war richtig gern Vertreter des Gesetzes. Ich bin stolz herumgeritten. Ich habe Leute festgenommen. Können Sie Ihren Sheriffstern nicht zurückbekommen? Ich? Was kann ich machen? Weißt du, ich bin nicht mehr Sheriff, seit man mir meinen Stern wegnahm. Aye. 6,5 Stunden später. Wir können das bestimmt schaffen. Man musste das nur timen. Wir haben es geschafft. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich habe die ganze Zeit nach irgendwas gesucht und dabei hätte ich das einfach nur timen müssen. Es ist eine Kurbel. Haben wir nicht vor einer Weile etwas gesehen, wo eine Kurbel fehlte? Was war das? Ich erinnere mich nicht. Tja, wir nehmen sie mit. Och, das war aber doch unfair. Oh Mann, ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde lang die ganzen Maps down abgesucht. Sieh mal, Freddy, ein lila Seeigel. Das war unfair. Ach, wir sind reich. Oh. Gott. Jetzt müssen wir noch einmal zurück. Ach, jetzt machen sie es bei mir. Jetzt haben sie Lust verloren. Alter, ich habe alles abgesucht. Ich habe sogar versucht, irgendwie die Suppe ranzubekommen, um die da über die zu kippen. So brutal bin ich schon. Zählt das eigentlich als Sheriff-Stern? Ich glaube, das brauche ich im Moment nicht. Na gut. Gut, bringen wir jetzt erstmal die Kohle weg, Alter. Weg hier. Einfach nur weg. Ich bin überfordert mit dem Spiel. Viel zu überfordert. Das gibt's doch nicht. Komm, komm, ganz weit. Da. Und dann können wir jetzt die Kurbel machen und das Wasser auflassen. Und dann kommen wir da oben in das Bullauge rein. Perfekt. Es passt perfekt! Jetzt können wir das Segel hochziehen! Hehe! Ja, dann mach doch! Hier, lass mich helfen! Hilfe! Jawohl! Wir haben es geschafft, Lukas! Warum dreht sich der Raum? Nicht er dreht sich, Lukas, sondern du! Oh, so ist es besser. Können wir die Kurbel wieder mitnehmen? Nein. Okay, gehen wir nach oben. Hier unten hin müssen wir zum... Jetzt ist ja noch weniger hier. Hey, sieh so, mal! Nee, jetzt hat es sich mit Wasser gefüllt. Jetzt hat sich hier alles mit Wasser bis da oben gefüllt, nur weil der... Oh ja, komm. Na gut, komm, geh wieder hin.
Noch eins, noch eins, noch Junge, eins. Junge, ich sehe noch einen lila Seeigel. Der Kaugummi ist unser. Wenn man hier einmal was gefunden hat, hat man auch wieder Fortschritte. Wenigstens bei diesem Spiel. Was ist das denn? Das ist Zitronengras. Schmeckt das so ähnlich wie Limonade? Es schmeckt ein bisschen saurer als Limonade. Junge, Junge, das kannst du zweimal sagen. Schmeckt aber irgendwie doch. Was ist hier? Pfeffer. Oder wie? Das ist Pfeffer. Tatsächlich? Gesundheit! Wow! Was ist hier denn? Ketchup. Paprika. Das ist Cayennepfeffer. Cayennepfeffer? Cayennepfeffer ist ziemlich scharf. Es fühlt sich an, als würde meine Zunge in Flammen stehen. Tut sie das? Nein, sie sieht okay aus. Uff. Ja, man isst das ganze Gewürz ja auch nicht pur. Okay, wo kommen wir hier hin? MSG. Das S! Oh mein Gott, das S! 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 Jawohl, wir haben die Gürtelschnalle. Das war's! Sieh dir dieses niedliche Gewürzglas an. Das können wir vielleicht mal gebrauchen. Gewürzglas? Was, was wir damit machen können, wenn wir da ja? Können wir ja schwarzen Pfeffer reinkippen? Bisschen nass, aber. Vielleicht können wir damit seine Suppe fertig machen. Ein Behälter voll Pfeffer! Wenn wir das in seine Suppe kippen, könnte es vielleicht klappen. Na gut. Was ist mit Kuchen? Wollt ihr Kuchen essen? Hier, probiert mal. Ja, bitte. Aber es ist Schokoladenkuchen. Ja! Immer nett, immer pünktlich zu jeder Tageszeit. Auch zum größten Krieg er höflich und stets hilfsbereit. Oh yeah! Und schlau ist er noch dazu.